Letztes Mal bei Bioshock. Ich lese dir jetzt aus den Vorhersagen der Maschine vor. Muss das sein? Sigma! Und so geht's weiter. So, dann führ mich mal hin. Wo gibt's Adam? Oh, hier ist noch eine Eve. Aber die kann ich nicht mitnehmen. Schrot? Nee. Hab ich auch voll. So weit, so gut. Ich spüre förmlich schon die Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Jetzt machen wir einfach einen Print des Maschinencodes aus dem Zentralprozessor des Thinkers, damit ich ihn mit an die Oberfläche nehmen und die Maschine nachbauen kann. Der Zugang zum Rechnerkern ist am anderen Ende der operativen Abteilung. Ah, ich dachte schon, wie bringen wir das Riesending hier raus? Das sind ja so viele Server. Wahrscheinlich machen wir jetzt eine Lochkartenkopie sozusagen. Aber erst kaufen wir uns mal einen Plasmid-Slot. Oder Gentoniker-Slot eher. Schließen, weil das schaue ich mir dann extra noch an. Ach, wir haben so viel. Kaufen wir uns noch einen. Und dann noch ein Plasmid. Wäre das sinnvoll? Ja. Warum nicht? Dafür haben wir gar nichts. Hoppla. Naja. Ein Eve-Upgrade. Ein Gesundheits-Upgrade. Ein Eve-Upgrade. Aber wie viel können wir uns da holen? Oh, Cyclone Trap 3. Ja, gerne. Legen Sie Fallen auf jeder Oberfläche. Erschaffen Sie noch ausgeklügeltere Sprengfallen. Die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Juhu. Und das wollen wir doch alle. Oh, das hat viel gekostet. Insektenschwamm 3. Da war ich etwas zu freigiebig. Oh, Gravity Well. Den holen wir uns gleich, sobald es mir möglich ist. Ich glaube, die Plasmide haben sich wieder etwas geändert. Ja, vielleicht auch nicht. Wo ist die Genbank? Ich brauche schnell eine Genbank. Ach, da ist eine Adam-Leiche. Und irgendwo... Genbank... Ah, hinten ist eine. Ich will uns noch ein paar Toniken verpassen. Kann nämlich nicht schaden. Genbank, Genbank. Hier ist sie. So. Plasmid haben wir leider nicht mehr. Ich dachte, wir hätten noch eins auf Lager. Was tun wir denn hier rein? EZ-Hack. Wir haben Hacker's Delight. Da kriegen wir Gesundheit. Wir haben Schnelligkeitsschub. Du bewegst dich schneller. Eve-Link. Verbandskästen verleihen auch Eve. Tana. Bohrerschleicher. Zähe Maschinen. Ja, wir haben gar nicht so viel, was sich lohnen würde, aber... Ich glaube, den Bohrerschleicher nicht noch. Oder dass wir schneller sind. Na gut, nehmen wir mal den Bohrerschleicher. Oh, ich hätte lieber Gravity Well verbessern sollen, aber wir können ja noch eine Adam-Leiche looten. Dann kriegen wir vielleicht genug Adam. Hallo? Oh, wow. Das war jetzt reflexartig geschossen. Ich höre aber noch einen hier. Und hier ist die Adam-Leiche. Alles klar. Minigeschütze. Irgendwo waren auch noch Minigeschütze, aber ich habe leider vergessen, wo. Green Wall war nie drin, gell? Ich glaube ja. Bin ich jetzt da schon weg? Mist. Das sind gefährliche Geräte für einen Dummy. Bist du. Ah, okay, die verschwindet. Nicht, dass wir auf die Muni angewiesen wären, aber es hat mich doch gewundert, dass die Maschinenpistole einfach so eine Fliege macht. Einfach weggescriptet. Na gut. Reed Walls Büro. Ich will noch kurz ein Minigeschützen aufstecken. Das ist der falsche Teil. Ich glaube, es war hier. Ja, genau. Und der hatte Minigeschütze in seinem Versteck hinten. Dann holen wir uns das Adam und hoffen, dass es für Gravity Well 3 ausläuft. Ausreicht. Das wäre nämlich echt toll. Dann könnte ich mir nämlich noch... Ich weiß gar nicht, was das da macht. Wahrscheinlich mehr Kraft und Schaden hat das dann. Das Gravity Well. Vermute ich jetzt einfach mal. So, wo sind unsere Minigeschütze? Mal etwas schneller, Sigma. Echt schon wieder. Daran arbeiten wir!
Oh Mann. Ich hab schon was abgezogen. Was? Nein. Wir tanzen noch gleich genug. Da brauche ich die nicht unbedingt hier noch. Nerven mich ein bisschen. Sichern wir erstmal den Gang hier. Und dann machen wir hier. Hier ist es. Ein paar Fallen hin. Das können wir, glaube ich, auch nicht reinmachen. Obwohl es gar nicht so aussieht. Und Bienen. Bienen! Lass sie fliegen. Sehr schön. Und da können wir. Was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch Fallen. Speere. Aber nicht mehr viele. Ne, die müssen wir da nicht verbraten. Ein paar Fallen Nieten noch. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Das ist jetzt die Sache. Dann mache ich hier noch ein paar Fallen hin. Und Biene natürlich. Alles voll mit Bienen. Bienen so schön. Oh, haben wir Feuer? Ich hätte irgendwo Feuer. Ich habe kein Feuer gekauft. Das wäre schön natürlich hier. Hey, Eckpfeil, hallo. Na gut, dann haben wir noch kein Feuer. Dann ist das eben so. Ich will meinen Blitzplasmid gerade finden. Schon wieder. Hier ist Zutritt verboten. Keine Zeit für euch. Nein, du schmeißt keine Bombe auf mich. Wo haben die denn jetzt her? Ich war doch in einem Raum. Sind die hier respawned oder was? Sehr seltsam. Wo ist die andere jetzt hingeflogen? Hier, ne? Meine Güte. So. Das haben wir und jetzt sammeln wir das auch. Ich bin mal gespannt, was sie uns diesmal entgegensetzen. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Irgendwo in der Nähe der Kleinen. Nee, wo sind sie denn? Ihr Sackgesichter. Irgendwer läuft in Fallen. Oh! Sehr schön. Das war jetzt unnötig. Oh, die Nase juckt. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Sehr ungünstig gerade. Oh. Okay. Alles gut. Oh. Jesus. So, also auf den Schädel gezogen. Oh, ich muss nachladen. Schon wieder so eine alte hier. Wo ist sie denn? Jetzt kam noch gar kein Blutsplicer. Wundert mich. Er weiß, wo du bist. Ach, halt doch die Klappe hier. Komm endlich her! Du Arschgesicht, du. Geh mir hier nicht auf die Nerven. Das Feuer begeistern. Ich glaube ja. Ich glaube, die Kleine hat es gleich. Um einen haben wir noch am Arsch hier. So, tschüss. Ah, du lebst noch. Gibt's ja nicht. Ah, wir sollten unsere Kleine mal einsammeln, bevor wir sie noch vergessen. Bevor ihr noch was passiert.
keiner an sie rangekommen. Ist nämlich mal vorbildlich beschützt. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber das muss mal gesagt werden. Ja, es gab auch schon Fälle, da habe ich mich nicht im Ruhm bekleckert, was das anging. Komm schon, jetzt ist doch mal gut. Die Kleine ist wieder bei mir, gibt's auf. Hier ist sie. Sie hat die Antworten, das weiß ich. Ein verzwicktes Problem. So, Schluss hier. Ihr habt jetzt mal Sendepause, würde ich sagen. Heilen wir uns hier noch? Wo sind hier die ganzen Kassetten, wollte ich gerade sagen. Und das ganze Loot. Wir haben ja doch einige erledigt. Hm, wir haben wieder gut Geld dabei. Beschwer ich mich nicht. So, dann schauen wir mal, was wir an Adam bekommen. Der hat ja auch noch was. Oh, ab in die Haie. Ja, ab in die Haie. So, 80 Adam. Damit lässt sich doch was kaufen. 210 haben wir jetzt. Gerne. Etwas mehr Geld. Und dann holen wir uns... Oh, Insektenschwarm 3 ist natürlich auch... Oh, das ist natürlich auch sehr verlockend. 130 kostet das. Dann hätten wir noch 80 übrig. Gravity Well 2 kaufe ich mir auf jeden Fall mal. Eindringlinge, erwartet eine böse Überraschung. Ihre neue Gravity Well Annäherungsmine. Oh. Wie tue ich die an die verschießen, wenn keiner in der Nähe ist? Gravity Well 3 könnten wir uns auch holen. Wenn Gegner vom Zentrum des Gravity Wells weggeschleudert werden, folgt eine Explosion aus starker Säure, die ihre Haut zerfrisst. Wow, krass. Okay. Das klingt sehr brutal, aber ich will es ausprobieren. Unbedingt. Medistationen füllen auch dein Eve auf. Wow, okay, nicht schlecht. Cure All. Schau mal einer an. Hacker's Delight 2. Oh, da gibt es schon gutes Zeug. Eiliger Hacker. Wettrüsten. Das brauche ich jetzt nicht. Mehr Munition. Elektrosturm. Eve-Experte. Vorsichtiger Hacker 2. Ja, aber ich will, um ehrlich zu sein, Gravity Well 3. Hartnäckige Eindringlinge, setzen Sie Ihrem Gravity Well einen Schuss Säure zu. Oh, das gibt ein Geschrei. Oh, wie schön. Ach, diese Vorschauen, diese Plasmid-Vorschauen sind immer, ja, sehr makaber, meistens. Voller Schwarz, ab und zu etwas mit schwarzem Humor gespickt. Oh, etwas Schrot noch. So, und dann müssen wir wohl zu unserer Tauchkapsel. Jetzt muss ich nur schauen. Eine Sister, glaube ich, fehlt uns noch. Das ist das der Außenbereich gewesen. Hier unten waren wir schon. Dann bleibt uns eigentlich nur noch dieser Teil hier. Wo wir hingehen können. Schon wieder Gegner. Oh. Und? Autsch. Ja, ihr seht nicht mehr so gut aus. So, das sollte Ihnen eine Lehre sein. Hoho. Was wäre Rapture ohne Automatisierung? Hey. Oh! Eine selbstöffnende Tür bis zur Hoch. Ich hab da was für dich. Oh, ihm das nichts? Hey, du Arschgesicht. Du schmeißt hier Minen. Was macht er denn? Er haut ab von mir. Ich wollte hier... Oh! Er haut auch nicht ab! Na, schieß doch mal. Gesicht. Hilf mir doch lieber. Oh. Und ihr gebt mir auch die ganze Zeit auf die Nerven hier. Schlimm ist das. Das kam ein bisschen überraschend, ja, dass der jetzt hier rauskam. Das
gibt denn hier? Mieten. Noch eine Schwere, nehme ich gerne. Oh, unsere Verbandskästen neigen sich schon wieder dem Ende. Hoffentlich heilt das Glas das aus. Habe ich ein bisschen reingeschossen. Kann ja mal passieren. Eine Sicherheitskamera. Wisst ihr was? Erstmal so. Eine Beförderung. Sehr schön. Ich glaube, das war's. So schafft man sich die. Kann man sich die Gegner auch schon vom Hals schaffen? Ich bin ja gespannt, wie das hier noch geht. Oh, das sieht hübsch aus hier. Schön. Gefällt mir. Wenn die ganzen verrückten Wissenschaftsplicer hier nicht wären. Ah, wir können nichts kaufen. Zu wenig Adam. Mehr Geld, ein Kuchen mit Cremefüllung, Vitamine. Ah, ich dachte, die füllen unser Eve wieder auf, aber dem war wohl nicht so. Bevor ich da was kaufe, schaue ich mich hier noch um. Was hattest du denn dran? Eine Eve-Spritze. Bots zerstört, 3 von 5. Rosenbohnen. Ah, die hätte ich gar nicht gebraucht. Sind da schon wieder Gegner? Was leuchtet denn hier? Was bist du? Wow, verbesserter Bohrer. Wow, den hat's erwischt, würde ich sagen. Aber volle Knecke. Du hast den verbesserten Bohrer gefunden. Der Bohrer ist vollständig verbessert, wodurch er mehr Schaden zufügt, weniger Treibstoff verbraucht und während des Drehens feindliche Projektile abfälscht. Gefällt mir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, was hat man dazu? Verbandskasten gefunden. Das ist ein Aufzug. Okay. Eine Vita Chamber. Und dann hacken wir mal diesen Automaten, würde ich sagen. Was bekommen wir? Laserzelle. Juhu. Das, was ich nicht brauche. Aber ist okay. Dann, gebe ich jetzt noch nicht so viel Geld aus, weil ich glaube, für Spezialmuni rentiert sich das eher. Wie viel haben wir denn noch? $248. Ist jetzt auch nicht die Welt. Oh, eine Hop-Up-Cola, die füllt unser Eve wieder aus. Kartoffelchips brauche ich nicht. Und wo geht's hier lang? Kernzugang. Hier ist auch noch eine Tür. Das geht auch noch irgendwo hin. Wo uns der Aufzug hinfährt, weiß ich gar nicht. Wir müssen geradeaus weiter. Ich würde kurz den Aufzug in Anspruch nehmen. Weil... Was? Wer lacht da so? Ich hab's doch gehört. Die schleichen hier schon wieder rum. Was? Das sind Rohre, oder? Das sieht trotzdem schön aus, irgendwie. Mit den ganzen Seedingern. Aufzugschalter. Ich benutze den jetzt einfach mal. Denken Sie daran, Ihre Identifizierungsmarke okay. Am 1. jeden Monat verlängern zu lassen. Die Sicherungssysteme. Interessant. Sind aktiv. Sieht heiß hier aus und laut. Rädchen im Getriebe. Der Algorithmus des Winkers sagt lokale Phänomene sehr präzise voraus. Aber wie weit darf ich der Maschine trauen? Ich habe herausgefunden, dass sie Protokolle abarbeitet, die nicht von mir stammen. Die alte Alpha-Serie kehrt zurück. Irgendwer lässt sie von der Leine. Delta, Sigma. Und die Maschine hat keine Daten über sie. Was keinen Sinn hat. Versteckt sie sie vor mir? Konspiriert sie gegen ihren Meister? Schickt sie jemanden? Nein! Ich bin so nah dran, alles zu sehen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Nicht einmal von der Maschine selbst. Okay. Das war jetzt blöd, dass dieser Brute Splicer kam. Ich habe mir schon fast gedacht, dass jetzt irgendwas kommt, weil ich ihn schon gehört habe. Das hören wir uns nochmal an, sobald wir hier raus sind. Würde ich sagen. Ich war nämlich jetzt etwas abgelenkt. Werkzeugkasten. So groß scheint das hier eh nicht zu sein. Oh. Rosenfrüchte. Ganz viel Zeug.
Abfackeln 2, sehr schön. Jetzt haben wir das so gefunden. Und auch gleich noch das zweite. Und ich habe einen Plasmid-Slot, wie der Zufall es so will. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion.